Okay, da kannst du ja Ach, wir haben noch ordentlich keins, Punkte oder? Wir haben noch sammeln. keins, oder? Mal gucken. Wir haben sogar drei! In diesem Spiel musst du die Gegenstände so im Laden platzieren, dass die Kunden das kaufen, was du ihnen verkaufen möchtest. Kunden nehmen den kürzesten Weg durch die Gänge, der sie an allen wichtigen Gegenständen auf ihrer Liste vorbeiführt. Während du die Gegenstände platzierst, wird dir auf dem Lagerplan des Ladens angezeigt, wie die Kunden sich bewegen werden. Wenn mehrere wichtige Gegenstände gleich weit entfernt sind, ist die Priorität des Kunden geradeaus und rechts. Also nicht links und nicht zurück. Alle Extras, die du entlang der Strecke platzierst, werden ebenfalls von deinen Kunden gekauft. Sorge also dafür, dass deine Kunden die Gänge deiner Wahl entlang laufen, damit sie alle Gegenstände kaufen. Auf dem oberen Bildschirm siehst du, was jeder Kunde auf der Liste stehen hat. Der Kaufrausch kann beginnen. So, dann Okay, machen ich wir mal hoffe, Probe. ja, also los. Aber trotzdem, wir können es schon werten, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Jetzt ist die Frage, wo. Ach so, er will eine Robbenfigur und Tasche? Was? Ist das jetzt nur? Ja, die Taschen müssen wir Aber die einfach müssen nur. alle, oder? Die Taschen müssen wir einfach nur irgendwie unterjubeln. Ich glaube so. Glaube auch so. Ach, warte mal, scheiße, ich hab's ja gar nicht umgestellt. Ich hab's. Ey, ich hatte es auch, aber ich hab's nicht umgestellt gehabt. Ein Punkt für mich! Okay, den schenke ich Ein ihr. Punkt für mich! Okay. Dafür muss ich jetzt noch ein paar Punkte machen, damit. Ein Punkt für mich! Okay. So, nächstes. Ja, okay, wir machen. Go. Oh, zwei Kunden, okay. Hey! Was denn? So schnell war ich noch nicht. Ja, aber ich zum Glück Hä? schon. Aber ich wusste ja nicht, dass der erste beginnt. Ist ja Was? kacke. Ich wusste ja nicht, dass der eine beginnt. Ich hab. Ach so, na, Nummer 1 beginnt, ja, Ja, das wusste oder? ich nicht. Oh. Ich hab gedacht, die laufen gleichzeitig los. Deswegen war ich verwirrt. Oh. Ben Uhr. Okay, so. Also Punkt für mich. Ja, okay, los, dann mach weiter, sonst mache ich, fang ich schon an. Okay. Okay. So, was haben wir Die jetzt? wollen beide das. Das. Okay, und die nimmt noch Ringe. Ist ja kacke. Ist ja kacke. Das ist ja wirklich bescheuert. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Glaube ich auch. Wie soll denn das gehen? Warte mal. Shit. Ja, eben. Es ist ja. Es ist doch jetzt gerade so nicht. Ist das lösbar? Das ist sicherlich lösbar, aber auf welche Art und Weise? Ja, das ist lösbar, ist glaube ich auch, aber. Wie kriegt man das hin, den Linken, dass er den Linken mitnimmt, aber nicht. Ja! Was? Hast du's? Ich habe eine Möglichkeit. Glaube ich jedenfalls. Nee, scheiße. Na! Da hatte ich endlich mal eine Möglichkeit, wo der das mitnimmt. Ja, aber der Linke, da geht ja fast gar nichts, ne? Ja. Aber man muss ja eigentlich dann den. Also beim Linken ist mir jetzt eine aufgefallen, wo tatsächlich der drei mitnimmt.
Aber dann geht es wieder mit dem anderen nicht. So, ich mach mal nochmal. Die müssen ja auf jeden Fall in diesen Kästen landen. So, wenn ich jetzt den da reinlege. Total, gerade ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Ich ehrlich gesagt auch so. Also, ziemlich. Mir fällt halt nur eins ein, wo man das machen könnte, dass er den halt ganz links mitnimmt und es trotzdem drei sind. Warte mal, ich habe immer das Problem, dass er diesen mittleren nicht nehmen. Also. Danach ja, aber ich habe. Es gibt eigentlich nur eine richtige Möglichkeit, wo er den linken oben mitnimmt. Nee, es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, wo er den linken oben. Nö. Ja, okay. Aber die zählen ja nicht, weil dann der nicht an drei die Wegen vorbeigeht. Da muss man da irgendwas kombinieren. Das ist die Frage. Oh. 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 Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Jetzt muss sie nur noch funktionieren. Nee, bin ich. Das ist schwer. Also wir sind uns beide einig, dass der eine von diesen bunten unten rechts hinkommen muss, oder? Nö. Also ich versuche jetzt einfach mal was, was nicht stimmen wird. Der hat das... Achso, die waren sowieso falsch. Nee, dann... Aber auch so rum wird das nicht richtig sein. Oder? Ah, ich glaube doch. Ich glaube, es war die ganze Zeit so, wie ich am Anfang dachte. Ja. Klar. Das war gar nicht so schwer. Ich dachte nur, bei dem einen Weg ist das irgendwie so... Ist es so missverständlich? Ist es missverständlich. Ist es, also, ich finde, es ist strittig, ob er an dem einen Ding langkommt oder nicht. Es ist hier bei dem mittleren. Ja. Anders geht's auch gar nicht. Kommt er dann hier lang? Wo? Oh, ja. Ernsthaft? Ja, das ist das, wo ich auch so... Das habe ich ja auch gedacht eben. Ja, eben. Das war meine erste Lösung. Hä, warum nimmt er die Geta erstmal den Weg? Finde ich doof. Gute Frage, warum ist das so? Das ist auch so schwierig rauszufinden. Welchen Weg nimmt man als erstes? Wahrscheinlich, weil erst geradeaus, dann rechts. Ja, aber es ist trotzdem doof. Oder so, ja. Okay. Okay, gut. Aber auf jeden Fall, ja, das war echt jetzt so. Aber ich glaube, wir haben es bald raus. Ja, ja. Aber es war trotzdem normal. Oh, zwei noch. Danach lasse ich dich auch. Nein, Quatsch. Ich lasse dich doch nicht gewinnen. Ich soll ja nicht. Ich dürfte nicht. Du also das wäre. Das wäre unehrenhaft auch. Ja, vor allem für mich. Ja, naja, beziehungsweise das wäre auch unfair dir gegenüber, das dann. Das würde heißen, killen. Dass ich dich, ja eben, dass das ich wird, dich nicht dass als. Dass du mich nicht als Rivalin anerkennst. Genau, und das wäre gemein. Das will ich nicht tun. Ja. Meine Güte. Nee, das bist du. Meine Güte. Hast du das aber toll gesprochen? Das ist das Anwesen von Frau von Doppelpfund. Was für ein Prachtbau. Frau von Doppelpfund. Nein, ich hab erst mal Pinocchio gehört. Frag mich nicht wie. Pinocchio? Was für ein Pinocchio?
eine würdige Anführerin der sieben Löwen, die reichste aller Millionäre. Offenbar geht es durch dieses große Tor hier hinein. Das ist das Einzige, wo Frau von Doppelpfund durchpassen würde. Oh, da ist ja Terry, Barry, Clary. Das ist Jerry. Das ist Mr. Handy. Das ist er hat Jerry. Nix. Hey, ich wollte ihn noch gar nicht ansprechen. Oh, sorry, dann muss ich ja, der soll mal trotzdem schnell. Na, mach jetzt schnell. Ja, das ist ja... Ah, hallo. Ja, sie hätte ich ja hier überhaupt nicht erwartet. Was auch immer. Ah, Jerry, guten Tag. Was führt Sie denn in diesen Teil der Stadt? Ich liefere eine Bestellung aus. Eine Kundin schmeißt eine Party und hat mich mit dem Catering beauftragt. Ja, ich bin mir sicher, die exklusiven Handykuchen sind hier in der Gegend enorm angesagt. Sie klingeln sogar. Nein, ja, als ich heute Morgen meine Kuchen geliefert habe, schaute Frau von Doppelpfund nicht sonderlich glücklich da aus. Hoffentlich habe ich sie nicht irgendwie verärgert. Ja, so, wo wollen wir jetzt? Im linken Baum. Linker Baum. Und ich gucke mal im linken, ja, linker Pfosten von dem Tor. Rechter Schornstein. Rechter Schornstein. Oh, ich habe das Tor angeklickt und es kommt ein Gespräch. Wo? Das Tor? Ja. Okay, kein Ding. Kriegen wir hin. Das Tor ist nicht verschlossen. Merkwürdig. Ob wir einfach so reinspazieren dürfen? Hallo? Ist da jemand? Ich habe kurz an die Muppets gedacht. Das tut mir sehr leid. Wie die guckt, das ist so... Creepy. Ja, ich bin nicht gruselig. Ah, guten Tag. Sie kommen sicher von der Detektei. Sie werden bereits erwartet. Bitte hier entlang. Oh, danke sehr. Der Hund, gnädiges Fräulein, gehört er zu Ihnen? Ich würde ihn gerne essen. Genau, und wenn die so gehen, dann sie einfach steht nur so da. Das ist gruselig. Das ja. Ist gerade so gruselig. Das ist alles so gruselig. Auf jeden Fall, er ist ein Teil unseres Teams. Ich verstehe. Nun, in diesem Fall nur hier rein spaziert, werter Herr. Wenn ich sie so ansehe, ich muss selbst so gucken. Das ist so gruselig. Wie überaus zuvorkommt. Die hat keine Ahnung, was ich sage, oder? Wuff! Was für ein gesprächiges Kerlchen! Einfach bezaubernd! Oh Gott, ich finde die so gruselig. Ich finde die cool, weil es so gruselig ist. Bezaubernd, Chef. Hast du das gehört? Ich habe gerade nicht zugehört. Was? Dann hat dieses Kompliment wohl nichts damit zu tun, dass du wie wild mit dem Schwanz wedelst? Nein! Magst du es auch immer, wenn ich dir Komplimente mache? Ja, dann wedel ich auch mit dem... Moment, reden wir mit Frau... Ja, tun wir. Plupp, ein Rätsel! Oh, hallo. 1, 2, 1, 2. Wie geht's denn so? 1, 2, 1, 2. Chill mal. Grandios. Aber wohl nicht so grandios wie ihn. Eins steht fest. Es geht nichts über Joggen und Kiffen. Aber nee, weißt du, ich glaube, die kifft nicht nur, die nimmt auch Speed oder sowas. Was ja dementsprechend. Ja, ja. Und immer wenn sie anfängt zu rennen, ist das der Moment, wo das Speed so durchkommt. Eins steht fest, es geht nichts über Joggen und Drogen. Drogen. Aber Rätsel lösen macht auch Spaß. Ich hab sogar eines hier. Probieren Sie doch mal. Nehmen Sie doch einen Brownie. Ich denke ja manchmal, also ich habe da jetzt nicht wegen irgendwas Bestimmtem daran gedacht. Ich verbinde manchmal
Nein, werde also hier diskriminiert. Nein, gar nicht. Weiß doch keiner, was. Aber jetzt ist eh. So, du klickst noch nicht drauf. Ich mach mal kurz Licht an. Ja, bitte. Das, daran habe ich auch schon gedacht, dass Licht anmachen ja eigentlich ganz toll wäre. Ja. Was? Nix. Wieselmatte. Eine Wieselmatte. Eine Matte, die nur aus Wiesel besteht. Wieselflink macht auch euer Wieselflink. Spannend. So, hoch. Jo. Oh nee. Warte. Ich muss noch auf... Oh nee. Oh ja. Ich hasse Mathe. Also ich mag Mathe, aber keine Mathe-Rätsel. Das ist ja... Schau dir die Wiese und die Zahlen genau an und finde heraus, welche Zahl ganz unten hingehört. Berühre das Feld, um deine Antwort einzugeben. Aber ja. Okay, also... Das ist jetzt doof. Ich komme bis jetzt noch nicht drauf, womit das zusammenhängt. Ja, eben, ich ehrlich gesagt auch. Also, ich habe gedacht, der eine trägt einen Apfel. Hat das vielleicht damit was zu tun mit Essen oder so? Ja, aber die sind ja unten irgendwie. Ja, das ist so. Da unten dann halt nicht. Dann habe ich gedacht, hat es was mit dem Streifen zu tun. Zeiten kann es auch nicht sein. Das ist ein besonders interessantes. Und so macht man das. Ehrlich gesagt, ich hätte eigentlich Hast früher eintippen. Ich hätte es früher eintippen sollen, weil an sich ist es sehr verwirrend jetzt, dass du ausgerechnet das gesagt hast, was es ist. Und ich es danach erst eingegeben habe. Ich habe es erst überprüft und dann... Es hat was mit dem Streifen zu tun. Ist es so, wie ich denke? Hat es was mit dem Futter zu tun? Du hast gerade eben schon gesagt, was es ist. Hä? Was habe ich Ihnen gesagt? Außer Futter und Streifen. Was noch? Uhrzeit. Es hat doch nichts mit Uhrzeit zu tun. Es kann doch nichts mit Uhrzeit zu tun haben. Wieso nicht? Weil die Schwänze ja dann in eine bestimmte Richtung zeigen müssten, wo das dann 8 Uhr wäre oder 4 Uhr. Na, nehmen wir erstmal die beiden. Die sehen nicht, wo du ihn guckst, zeigst. Achso, ja, das sollst du. In der Mitte. Ja, genau, das in der Mitte. Ja, das stimmt. Das kannst du ja auch machen. Kann ich nicht mehr. Ja, wow. Ja, aber... Da habe ich gedacht, okay, aber der kann ja nicht auf 4 Uhr zeigen. Nee, wieso auf 4 Uhr? Um 2. Warum 16 Uhr geht auch nicht? Nee, soll er ja auch nicht. Warum denn? Sagen wir mal, die Köpfe sind alles Minutenzeiger. Dann stehen die alle auf um irgendwas. Ja. Das ist aber nicht um 8. Das eine ist um 10. Ungefähr. Und das, ja, und was ist dann der auf der anderen Seite? Ah, da sind ja Additionszeichen und so. Oh. Da sind ja Mathezeichen. Oh, das ist cool, dass das zurückgehalten wird, aber leider ist es trotzdem für uns leicht sichtbar. Das ist, ich zeig's mal an. Ja. Mag das nicht. Ja. So, wie viel kommt jetzt dahin? Um 3 bis um... Bis um 9, 6. Ja. Ich mag das. Ich hasse Mathe-Rätsel. Ja, ich dachte auch erst, also das muss doch irgendwas mit den Schwänzen vielleicht zu tun haben. Ich hab gedacht, dass... Weißt du, was nämlich ich gedacht habe? Ich war so dumm und hab gedacht,
Hab gedacht, das rechte und das linke müssen zusammen die Zahl. Ah, oh. Ich stand so auf dem Schlauch. Oh. Nee, war ja plus dazwischen. Eben, ja, aber ich habe gedacht, zum Beispiel auf dem Bild, dass das rechte und das linke Frettchen so zusammen kommen müssen, dass es eine Zahl ergibt. Und habe da gedacht, vielleicht wenn man an den Streifen und sowas und das irgendwie zusammenfügt, dass das dann vielleicht eine Zahl ergibt oder so. Schlaues Wiesel. Die Wiesel stehen für Uhrzeiten. 2 Uhr plus 8 gleich 10 Uhr. 10 Uhr plus 4 gleich 14 Uhr. Also 2... Was? 2 Uhr... Achso. 3 Uhr plus 6 gleich 9 Uhr. Ja.